Hallo, herzlich willkommen zurück zur fünften Episode von Sea of Solitude. Ja. You okay, Sonny? Hey, what? I can't understand him anymore. When he was a monster, I understood him well. Ja, wir haben die Geschichte unseres Bruders erlebt, die sehr tragische Geschichte unseres Bruders, aber in gewisser Weise scheint er. Haben wir zueinander gefunden, würde ich sagen. Wir sollen ihm folgen. Interessant. Das finde ich übrigens sehr interessant hier vom. Diese Das finde ich Pflanzen, cool ne? irgendwie. So. Strange. The first monster, she said such terrible things about me. But they were true. She told me I only cared about myself. I didn't see it before now, I swear. At least I finally really listened to Sunny. That's all that matters now. I wonder if I'll see the girl again. It feels like a lifetime since I met her. Whoever she was looking for, I hope she found him. I'm glad Sunny is human again. If only I could ask him how he did it. Oh, ist das schön. Einer der also was heißt erfolgreich sind? Ich würde sagen, mit der besten Künstler aus Berlin, ne, der auch in der Computerspielbranche arbeitet, hat gesagt, er hat hier ein Screenshot-Hunting-Erlebnis gehabt. Interessant, das. Okay, Okay. just stay there. There's gotta be someone who can help us. I'll have a look around. Sieht die Statue aus so wie wir? Eigentlich? Die Statue da? Hab ich gesehen, dass das ein Kopf sein soll. Ja, könnte Könnte sein, ne? sein. Also ich meine, jetzt haben wir gerade eine andere Frisur, aber. Boah, da hinten ist irgendwas mit Tentakeln. Wo? Da. Wo Ah, ist. oh, ja. Vor Ready to take another swim with me? Nein. Of course you're here again. Oh, come on, Kay. You used to give into temptation all the time. You know you want to. Ich glaube, das Monster, ne, ist so ein bisschen die innere Stimme von uns, von Ja. ihr selber, ne, die ihr einredet quasi, die ihr all diese Dinge sagt. So ein bisschen wie, das hat mir mal jemand beschrieben, wie Depression quasi, auch schlimme Depression funktioniert, dass du quasi eine innere Stimme im Kopf hast, die alles Schlechte redet. Also Ja, ich ganz, meine, ganz grob und ja, sehr, sehr, klar. sehr vereinfacht gerade Ja. gesagt. Aber ich meine, jeder, der mal eine stärkere depressive Phase hat, kennt es ja, wenn man sich selber hasst. Also, und dann sagt man ja unbewusst solche Dinge zu sich Ja, selbst. genau, und das ist so ein bisschen diese Inkarnation davon. Zumindest hat es für mich so ein bisschen den Eindruck. There you are. Thank goodness you're okay. Oh, hi. I've been searching everywhere for you, but instead I found her. Hi. I'm Kay. Leave me alone. I'm trying to focus. Everyone wants something. I have no time for other people's problems. It's not always about you. Typical. Avoiding responsibility like a coward. Now she is your problem. Ah, good. Now, where was I? What's this? Haven't I done enough? If you want help, go to him. At least you didn't eat me. Ich finde es gut, wenn ab und zu mal ein Gag eingebaut wird. Oh Mann, ich. Hi Chloe, did you see where Okay. the girl went? She was just here. Das Kapitel verpasst, ne? Was war das? One Kapitel hieß es. 5? One. 1. Look what Jack gave me. This is the band I was telling you about. It's their new album. I'm sorry, I have a bit of a headache. I know. Isn't it the best? He is the best. I could kiss
kiss him. He's so romantic. Ew, Kate, that's too close. What, Sunny? You want a kiss too? Ew, no. Wait, if that's Sunny and me, is that my... Mhm. Ihre Mutter würde ich, hätte ich ja jetzt auch geschätzt. Sofort, als ich das Tentakelmonster gesehen habe. Turns out he doesn't really like hiking. This whole trip was his idea. I know. I'm surprised by a lot of things he says lately. Boah, das ist schon ein bisschen unheimlich mit diesem ganzen. Ah, interessant, dass die Tentakeln auch noch dem. Kann ich jetzt hier rüber? Ja, jetzt. Ja. Okay, jetzt müssen wir wieder warten. Mhm. Das sieht so cool aus, finde ich. Mhm. Das ist so cool designt. Auch diese Schuppen, wie die so angedeutet sind auf der Haut und so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat dieses Tentakel und hat was von so einem Final Fantasy Boss irgendwie. Stimmt. Juvia. Jetzt ist er unter uns. Irgendwo. Ich sehe er, sie, es wird gar nicht. Ah, ja. Nein. Ja, ich warte, dass er wieder noch darf. Mhm. Stimmt, da macht er vielleicht gar nicht. Er, sie, es, dann schwimmen wir jetzt los. Oh. Mama, I don't get it. Jack is so distant lately. Okay, I have my own experience. Oh Gott. Your father... But I'm just confused. Jack used to be the most lovely man on the planet. But now he... is never really there anymore. Oh, musst du... Ich dachte gerade, du hättest da rechts rauf kommen musst. Das ist ja eine Timing-Frage, wann das Wasser hochgeht. Das ist natürlich auch eine fiese Mechanik. Oh oh. Er ist. Ah ne, okay. Ich dachte tatsächlich gerade, die hätten das jetzt. Wäre jetzt quasi die verschärfte Variante. Dass du den Wasserpegel timen musst. Gott. Darüber jetzt. Okay, wo ist das? Links. Dann, rechts. Ja. Ich guck mal, wie weit. Rum, genau, ich glaube auch. Ist cool, dass man es gedrückt halten kann und dann wirklich verfolgt. Ah, so, okay, jetzt ist die gut. Große Runde. Ist aber auch echt schnell, ne? Mhm. Also schwimmt dann immer doppelt so schnell los. Wenn's kommt, kommt's. Ja, wirklich. Und dann immer süß. Dip, erinnert mich doch ein bisschen immer an den meisten Heichos. Wo ist Papa? Er sagte, er würde mir helfen mit meinem Karate. Warum ist er wieder arbeiten? Ich weiß nicht. Why does he never keep his promises? Why does he never do things with us anymore? What? I don't know! Where is he? I don't know! Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Da kommen wir ja her. Kein Bildchen mehr. Die Frage ist, können wir auf die Tentakel? Nee. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier ist dann ja auch nicht. Da rechts. Das ist eine Plattform. Und dann? Oder, also links jetzt. Muss ja. Oder? Aber wir sollen ja nach da drüben. Ja, aber... Okay, warte mal. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, aber das ist der einzige nächste, weil da der andere Weg haben wir komplett gelaufen gerade. Ja. Da weit weg ist. Wir werden es jetzt nicht zurückschicken. Aber das scheint mir auch zu weit, oder? Gerade so geschafft, ey. Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt weiß ich halt auch nicht weiter. Weil jetzt ist es ja super weiter weg. Genauso weiter weg wie vorher. Ja. Guck mal auf die Tentakel. Der eine Tentakel sieht so aus, als könntest du da rauf, ja, ne? Ja, genau. Warte mal. Aber der hättest du vielleicht von der anderen Seite da rauf kommen. Aber dieses Ding hier ist doch hier nicht umsonst. Das verstehe ich halt nicht. Ich glaube auch, das wird zu weit sein. Ja. Ja. Snap! Boah, das sieht so fies aus. Vielleicht das jetzt, ey. Oh. Das Zuschnappen geht ja noch. Das Viech hat halt auch Arme. Das finde ich so eklig. Oh, ist ja gar nicht auf was rein. Okay. Okay, ist das geradeaus auf das. Oh, das ist auch weit von hier, ey. Ja. Oh, da kommt es gerade.
verstehe ich aber nicht, wofür das da links gebaut war. Vielleicht braucht man das in einer anderen Szene. Ja. Weil ist ja nichts zufällig in diesen Spielen. Oh, kommt gar nicht. Was Raupiges auch irgendwie. Oh. Oh. Gestrandet. Hallo? Kapitel 6. Hurt. It's me. Kay. Bester Song der Welt. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich guter. Es ist, glaube ich, Hurt gehört zu den. Ja, ich habe tatsächlich kein echtes Ranking, aber. Ich liebe Hurt. Ja, ich meine, ich sag ja, Sound of Silence ist ja eins meiner absoluten Lieblingslieder, deswegen Hurt übertrifft das nicht, Tatsache. Deswegen. Das ist ja auch Geschmackssache. Oh, ups. Das sollte nicht passieren. I'm sorry. Teuer bezahlt. Jetzt bin ich natürlich viel zu lang. Ah! Geblockt. Aber immerhin wurde ich in eine Treppe gebaut. Ich hätte mir runterfallen. So. Also was frage ich mich ja dann immer. Ah, die Möwe ist schlecht platziert. Da fallen könnten die Leute runterfallen. Da bauen wir da aber noch eine Treppe hin. Wollen wir nicht die Möwe umplatzieren? Nein, nein, wir bauen da mal eine Treppe hin. Ah, hier kann man gar nicht hoch. So wird es nicht ist. Aber tendenziell. Tendenziell sehe ich nichts anderes, wo man hoch kann, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ne. Ja. Muss da hoch. Vielleicht nochmal mit Anlauf. Aber nicht, wenn es. Was also, killt uns? Weil es sieht ja aus, als würde es uns hochheben, genau. Aber es ist Feuer. Ja, aber. Also, ich wollte es. Naja, das hätte ich jetzt auch ausprobiert, aber trotzdem sah das sehr gefährlich aus, finde ich. Chloe, where are you? Don't leave me here alone, please. Falls euch dieses Spiel gefällt, übrigens, kann ich euch auch sehr noch Gris empfehlen, was wir auch gespielt haben am Ende des vergangenen Jahres. Oh. Und das passt sehr gut auch, weil es auch seinen sehr eigenen, besonderen Style hat. Stimmt. Wobei ich sagen würde, selbst so vom Gameplay her hat es viel mehr Gameplay, dieses Spiel, als das andere. Ja, aber es geht ja einfach um die ganze Welt, die Erfahrung. Ja. Und diese Stadt fühlt sich zur selben Zeit überall an. Übervoll an. Übervoll an, wegen all der Monster und irgendwie unglaublich. Leer. Also diese Nachrichten sind ja wirklich interessant, also wirklich, man hat schon den Eindruck, das ist geschrieben von uns an uns, genau. Andere Nachrichten, aber dann auch aus verschiedenen Zeitebenen. Ja, früher, also wir waren schon mal hier, weil sie in einer stand ja irgendwie, das wäre das dritte Mal, ja. Dass man so weit gekommen wäre. Mhm. Das ist schon so interessant, wahrscheinlich hat man das schon öfters versucht, was wir jetzt hier versuchen. Mhm. Man könnte das, geil. Wolkendeck haben wir noch gar nicht so richtig gesehen. Man könnte es auch eine Art Therapie vielleicht auch lesen, wo man quasi Anlauf quasi unternimmt, um ja manche Sachen aufzubrechen und weiterzukommen. Gucken wir nur mal überall runter. Blub. Oh. Was denn? Warte. Da. Ja. Boah. Hallo Flaschenfreund. Was ist seltsamer, dass ich ein paar von diesen Monstern erkenne oder dass ich nicht alle erkenne? Das ist doch auch schon so ein. Okay, hier kommt man gewiss hier rum. Irgendwo wieder. Hm. Achso, das ist gleich nochmal, ne? Ja, jetzt muss ich wieder darüber. Oder? Ich habe gerade ein bisschen Orientierung verloren, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir kamen von der anderen. Warte mal, ich wollte da rüber, bin hier runter. Nee, wir müssen hier lang. Das ist wahrscheinlich. Da außen rum, ne? Da ist es richtig. Ja, Mann. Deswegen kann man sich ja frei umgucken. Und wenn ich hier irgendwie mich verlaufe. Oh, da ist eine Flasche! Mich irgendwie verlaufe, dann. Oh, das war alles nochmal. Ja, gut. Nein! Oh. Oh, okay. Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Können wir hier raufnehmen? Oh. Zoff. Oh! Okay.
Okay. Okay, jetzt bin ich auch verschieden. Nee, ich weiß, wo wir sind. Ja, weiß wo, aber jetzt können wir auch noch zu merken, wo die da Flasche ist. Da ist die Flasche. Ist. Okay. Die Frage ist, kriegen wir die, wenn wir hier lang. Ja, kriegen wir. Hier ist denn hier lang. Du machst das schon, ne? Ja, ich hoffe. Da ist sie. Jetzt hier links quasi. Wir sind nämlich hoch. Hier hoch. Ja, das war quasi der Main. Ja, genau, jetzt müssen wir jetzt zack. Hauptweg. Zack. Ah ja, sehr gut. Und zack. So. Manchmal kann ich in der Ferne Schnee ausmachen oder ich werde verrückt. Keine Ahnung. Oh, ich finde dieses Geräusch von den Feuerofen total anstrengend. Immer wenn er so anspringt. Ja, ist ein bisschen wie so ein Schrei, ne? Ja, ja, absolut. Ich finde, das ist ganz, das, was in meinem Gehörgang kratzt, da irgendwo schabt das irgendwas. Das ist ganz widerlich. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommen wir weiter hoch, ja schon. Ja. So. Aber ich finde witzig, es gibt ja mehrere Wege nach oben, wie du schon gesehen hast, ne? Ja. Das finde ich ganz cool. Ich freue mich schon so darauf, jetzt bald mal Journey zu spielen. Oh, keine Ahnung, wann es ist. Oh ja. Bist du da durch? Nee. Ich muss hier hoch. Ohne geblasen zu werden. Du hast Journey weder gespielt noch gesehen, ne? Ich habe den Anfang mal gesehen und dann dachte ich, Andi, das ist so ein Spiel, das muss man selber spielen. Mhm. Ich habe damals das GameTube Let's Play geguckt. Oh, fand ich herausragend, aber auch eigentlich. I'm not sure I can do this. Eigentlich habe ich es bereut, es nicht selber gespielt zu haben. Das ist jetzt auch Jahre her. Boah, ja. So geschwind. In die Ecke. Ah. Und dann hier, warte mal, hier geht's weiter. Ich bin ja. Gibt's hier irgendwas? Da geht's mal runter. Das ist der Hauptweg, doch, da hätte ich, ne? Ach nee, es kommt beide fahren. Beide Seiten. Aber. Wohin? Hier. Ah, hoch. Ich habe die Treppe gesucht, die habe ich ja von der anderen Seite gesehen. Aber das Besondere bei Journey fand ich, dass allein schon beim Zuschauen ich so Momente hatte, die sich bei mir so in die Gamer-Historie eingebrannt haben. Also ins Gamer. So, man hat so bestimmte Erinnerungen an Spiele und da habe ich so krasse dran. Manche sind mir so präsent geblieben. Ups. Immerhin rösten sie einen nicht. Nein! Ah! Ich hab's fast geschafft. Wie nah kannst du nur rangehen? Ja, das will ich auch ausprobieren. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. Ja. Easy. Sehr gut. Was that really my mother down there? Oh. Ich fühle mich wie in so einem riesen Toaster eigentlich. Ah, ich bin gerade auf die Ecke gesprungen. Daran erinnern mich diese Öfen. Es hat wie so ein Toaster aussehen, wenn du reinguckst. Ich finde das total gut gemacht. So. Ich bin voll gespannt, was uns oben erwartet. Okay, warte mal, ich gucke mich jetzt mal um, bevor ich hier weitermache. Ja, wir wollen noch da. Ja. Und jetzt? Durchs Loch? Nicht. Ah, durch die Tür. Nein, da ja nicht. Die Tür gibt's irgendwie nicht. Da hinten runter ist da ja, ne? Ah, das ist doch. Hä? Da war gar keine Tür. Natürlich war da gerade eine Tür. Wie, ah, da ist eine Flasche. Komme ich denn an die Flasche da oben? Wo ist die Flasche? Da, auf der Rückseite von diesem Ding. Boah. Keine Ahnung. Hier nochmal an der Seite, aber ich glaube, da kannst du nicht hoch. Nee, vielleicht von außen. Mhm. Merken wir uns mal, dass wir da hoch. Weil hier komme ich ja nicht hoch. Nee, aber so weird laufen geht, glaube ich, ist Quatsch. So versuchen, ob du da links dich langhangeln kannst. Links, wo meinst du? Also links hier? Der Treppe jetzt, nee. Ah, hier. Da am Abgrund quasi, dann ja. Jetzt da hochsteigst. Und dann durch, aber nee. Merken wir uns mal. Okay, also ich habe sie wohlgemerkt gesehen. Aber da, guck mal, da ist doch eine Lücke. Naja, aber wir müssen komplett zurückgehen jetzt. Das willst du nicht tun, oder? Nein, ich will wissen, dass es weitergeht. Ich bin mich irritiert nur, dass jetzt hier nach unten geht. Das ist schon richtig. Naja.
Aber das wussten wir die ganze Zeit noch. Oh, oben. I recognize this furniture. Is this Peppa's office? Hm. What happened here? Das frage ich mich auch. Flaschenpost oder Flaschensammler. Hast du zufällig Höhenangst? Als Kind litt ich darunter, aber irgendwann ist sie verschwunden. Und die Hälfte jetzt schon. Ja, wir haben zwei oder drei sogar schon übersehen. Ja, ja. Das Spiel, was sind wir jetzt in der fünften Episode, ne? Ist das gute 2,5 Stunden? Wenn ich mich recht erinnere, solltest du so um die 4, 4,5 Stunden haben. Vielleicht ja, oder 5, je nachdem wie man spielt halt. Ja, ne? Bei uns wahrscheinlich tendenziell immer einen Ticken länger, aber... Und da oben? Leuchten Dinge. Aber kann man sich ungefähr ausrechnen. Aber jetzt wird's natürlich, jetzt geht's um Leben und Tod. Wer in einem Rutsch durch. So. Sehr gut. Ja, ich spiele auch gerne jetzt unten lang. Hm. Ja. Ja, ich will mich nur mal erst umgucken, bevor ich irgendwo jetzt hier springe. Ja, guck mal, jetzt können zwei Wege hinten. Ja, falls man runterfällt. Ah ja, wahrscheinlich. Oder um runterzufallen. Oder um runterzufallen. Weil von da drüben kamen wir doch gerade. Da bin ich blöd. Du, für mich sieht das ja das Gleiche. Okay. Sehr gut. Nimm mich mit. I don't know what to do. He seems so angry. Boah. Er war dann das Chamäleon wahrscheinlich, was hier rumgekrochen ist, ne? Mhm. Die Mutter war ziemlich erschöpft. Mal umgucken überall. Boah, es wackelt auch so richtig geil. No. I need to get myself together. I need to be strong. Was irritiert, was so auf und ab gehen? Ja, jetzt dachten wir, wir uns quasi kontinuierlich nach oben arbeiten. Nein, wir gehen ja mal zwischendurch hoch und runter. Ja. Alles gut. Ja, jetzt geht's wieder rund. Na, was ist so direkt meine Erwartungszeit? Oh, ist doch relativ hoch. Warte, ich will nur gucken, ob hier noch was drunter ist. Nee. Das wäre so ein typisches, hör mal, das Atmen ist voll eklig im Ohr. Hm. Das muss man echt mit Kopfhörer sich manchmal anhören. Hm. Wir schleichen schon wieder. I can't take this anymore. I just wanted to... I don't belong with them. I don't know how to handle this. That's okay. Hmm? I mean, I'll listen if you need me. I'm here. No, it's not enough. It's not right. Schön krank zu sein, ne? Nee, ja. Also findest du? Ja, kann, ja genau. Also nicht Nicht körperlich. Ja, er kann nicht mehr. Also er ist irgendwie unglücklich in der Beziehung scheinbar, aber will eigentlich da sein, aber kann nicht so richtig. So würde ich das jetzt interpretieren bisher. Hm. Spannend. Er will sich schon mal aussprechen. Hm? Das haben wir ja schon, die Frage, wollen wir hier kurz eine Pause machen? Ja, aber ich würde gerne noch einmal hier so... Ja. Gucken, ob es noch was zu gucken gibt. Ich glaube nicht. Nee. Upp. Na dann. So, warte, wir stellen uns hier oben hin. Also, er guckt ja auch Richtung der Mutter, ne?
Ja, das genau deswegen, ja. So ein bisschen die Aufgabe für die nächste Folge zu sein. Vater und Mutter müssen sich irgendwie aussprechen. Ja, möglicherweise. Finden wir raus. In der nächsten Folge. Bis dann.